Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video und es geht endlich wieder back to the roots, Freunde. Darauf habt ihr doch gewartet. Es gibt endlich neue Leaks, Freunde. Und zwar hat der Riddler Q wieder einige interessante Sachen gepostet und wir könnten nun endlich erfahren, wann wir nun Pokémon Home bekommen. Denn der Riddler hat gepostet, time to go back home, guys. Und darüber hat er noch geschrieben, 19. Und wenn man jetzt so die 19 im ersten Augenblick so liest, dann weiß man nicht genau, was das sein könnte. Kriegen wir 19. Pokémon-Typen? Kommt Pokémon Home am 19. Mai raus? Oder was hat das Ganze zu bedeuten? Die liebe Amy Japan hat dazu auch noch eine Theorie, dass es eventuell die 19. Woche im Jahr sein könnte und das wäre zufälligerweise diese Woche. Aber ich glaube nicht, dass wir diese Woche irgendwas zu Pokémon Home bekommen, denn ich habe eine andere Theorie und diese passt perfekt mit der 19 überein. Denn wir müssen ja noch die restlichen Starter-Pokémon in den 7-Sterne-Terra-Raids bekämpfen. Kommendes Wochenende kommt Brigaron und dann haben wir ja noch Phinexis und Gortrom übrig. Und Freunde, die Raids gehen immer 2 Wochenenden am Stück. Also kommendes Wochenende haben wir Brigaron und das nächste Wochenende haben wir wieder Brigaron. Danach haben wir entweder Phinexis oder Gortrom. Und Freunde, passt nun auf. Also wir haben jetzt noch 6 Wochen vor uns mit Terra-Raids. Und wenn meine Berechnungen stimmen sollten, also so wack sollte ich jetzt in Mathe nicht sein, dann endet der letzte Terra-Raid am 18. Juni und danach hätten wir den 19. Juni. Und Freunde, das passt wieder perfekt mit der 19 von Riddler Q. Denn wie perfekt wäre es, wenn das letzte Terra-Raid-Event am 18. Juni endet und am 19. Juni bekommen wir dann endlich Pokémon Home. Also meiner Meinung nach passt das auf jeden Fall perfekt, wenn wir noch bedenken müssen, dass die restlichen Starter-Pokémon, die im Spiel bereits existieren, noch für die Terra-Raids rausgehauen werden müssen. Dazu hat der Riddler hier am 6. Mai nochmal dieses Bild hier gepostet und ja, es ist auf jeden Fall offensichtlich, dass er damit auf Pokémon Home anspielt. Wenn es jetzt schon bei dem Text Time to go back home nicht ersichtlich war, es wird definitiv was mit Home zu tun haben. Eine Sache, die ich mir aber sogar auch noch vorstellen könnte, wäre, dass jetzt bald die Home Ankündigung kommt. Dann hat Riddler noch dieses Bild hier gepostet, wo wir hier im Camp sind und dort sehen wir die Paldea-Starter, 2 Pikachu und ein Shiny Hisui Zoroa. Und der Riddler schreibt darüber, kann sich nach der Einzahlung weiterentwickeln. Und da fragt man sich jetzt so, okay, wie soll man das verstehen? Da hat auch einer drunter geschrieben, oh, können sich Pokémon dann direkt in Pokémon Home weiterentwickeln? Und darunter hat dann Riddler geantwortet, nein, nur für die vollständige Registrierung vom Home Shiny Dex. Also kann man diese Pokémon dann direkt in Home entwickeln, wenn man den Shiny Dex gefüllt hat? Oder wie soll man das verstehen? Freunde, hier würde mich mal eure Meinung und eure Gedanken dazu interessieren. Was denkt ihr, meint Riddler mit diesem Post? Weiter oben hat Riddler nochmal vereinzelte Sachen gepostet, die hier auf die Attacken der Pokémon anspielen. Und vor allem hier diese 10 von 10 für Version 3.0.0 mit den 2 verschiedenen Herzen, also einmal ein grünes und ein blaues Herz, sind auch sehr interessant. Denn diese 2 Herzen spielen eindeutig auf die 2 DLCs an, denn die Farben passen perfekt zueinander. Und dazu hat der liebe Light88 auch nochmal genaue Erklärungen, was es mit den Posts von Riddler auf sich hat. Und zwar sollen das hier Sachen für das Pokémon Home Update sein. Und zwar denkt Light aufgrund den Posts vom Riddler, dass es eine Art Move-Tutor geben wird, um bestimmte Attacken für Pokémon in Home zu erhalten. Und wahrscheinlich handelt es sich dabei um Attacken, die von anderen Pokémon-Generationen nicht übernommen werden konnten. Denn einige Pokémon konnten ja in vergangenen Editionen auch Attacken, die sie heutzutage nicht mehr erlernen können. Und das wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, damit Pokémon diese Attacken in Karmesin und Purpur auch noch lernen könnten. Und wie schon gerade erklärt, könnten die beiden Herzen bedeuten, dass es dieses Update für die beiden DLCs geben wird. Kommen wir nun weiter zu Centroleaks und dieser hat hier auch ein paar Informationen zu Pokémon Home und das passt perfekt zu meiner Theorie, dass das Home-Update
Update am 19. Juni erscheint. Denn dieser schreibt, nun, was wir vorerst sagen können, ist, dass sich das Home Update jetzt im abschließenden Test befindet und in den nächsten Wochen veröffentlicht wird. Ja, wahrscheinlich so in den nächsten 6 Wochen. Wir haben einige Informationen erhalten, analysieren die Daten jedoch und werden mit unseren Ergebnissen zurückkommen. Wir haben jetzt aber von CentroLeaks auch noch ein paar Home Update Infos. Und zwar schreibt dieser auch wieder, Update ist fertig, Release sehr bald. Also wie schon erwähnt, meiner Meinung nach am 19. Juni. Ankündigung könnte aber auch in den nächsten Tagen oder Wochen erscheinen. Und jetzt wird's sehr besonders. Und zwar soll man zum allerersten Mal Pokémon, die man in Karmesin und Purpur gefangen hat, auch auf vorherige Spiele übertragen. Also in dem Fall wahrscheinlich Schwert Schild, Strahlender Diamant, Leuchtende Perle und Legenden Arceus. Aber es wird trotzdem noch dieses Move Reset geben. Also alle Pokémon, die auf Scarlet und Violet, also Karmesin und Purpur übertragen werden, werden zurückgesetzt. Denn es gab ja nicht nur einen Dex Cut, sondern auch einen Move Cut. Und beispielsweise in Strahlender Diamant und Leuchtende Perle gibt's Attacken, die es eben in Karmesin und Purpur nicht gibt. Und wenn ein Pokémon dann so eine Attacke kann und auf Karmesin und Purpur übertragen wird, dann wird die Attacke natürlich gestrichen. Dann wird es auch wieder ein Mystery Gift geben, also ein Geheimgeschenk für die Verknüpfung von Karmesin und Purpur. Und zwar sollen das dann die Starter sein, also Krokel, Felori und Quax. Außerdem werden Eisenblatt und Windewoge immer noch keine Pokédex-Einträge haben. Es wird einfach nur heißen, dass diese noch untersucht werden. Und hier könnte ich mir halt vorstellen, dass wahrscheinlich die Einträge dann erst im DLC nachgereicht oder nachgepatcht werden. Denn in ursprünglichen Leaks, also bevor Karmesin und Purpur überhaupt auf den Markt kam, hieß es ja auch schon, dass Eisenblatt und Windewoge Pokémon sind oder Paradox-Pokémon, die erst in den DLCs dazukommen, also könnte es schon möglich sein, dass die dort erst in den DLCs einen richtigen Pokédex-Eintrag bekommen werden. Und nochmal ein kleiner Reminder, wenn ich sage, dass man Pokémon von Karmesin und Purpur auf ältere Spiele übertragen kann. Das gilt natürlich auch nur für die Pokémon, die es auf den älteren Spielen auch gab. Beispielsweise kannst du kein Felori auf Legenden Arceus oder auf Schwert und Schild packen. Geht natürlich nicht, weil Felori erst seit Karmesin und Purpur existiert. Wenn du beispielsweise ein Gyarados hast, das kannst du logischerweise auf die alten Spiele übertragen. Also Schwert und Schild, Strahlender Diamant und Leuchtende Perle und auch Legenden Arceus, weil Gyarados ein Pokémon ist, was in allen 4 Spielen existiert. Außerdem haben wir hier noch ein paar Informationen zu dem Pokémon Horizonte Anime. Und zwar soll Paldea sein Debüt in Episode 9 feiern. Und lustigerweise sind ja die Voltackle Aeronauten bereits auf dem Weg nach Paldea und morgen kommt Folge 6 raus. Was bedeuten könnte, dass auf dem Weg nach Paldea noch ein paar Sachen passieren. Also Folge 6 bis 8 sollten auf jeden Fall noch mit Sachen gefüllt sein, die die Voltackle Aeronauten daran hindern, nach Paldea zu kommen. Und in Folge 9 sollte es dann endlich der Fall sein. Außerdem sollen in Folge 10 Nemila, unsere Rivalin aus Pokémon Karmesin und Purpur erscheinen und auch der Pflanzenarena-Leiter Kolzo soll in Folge 10 sein Debüt feiern. Und ja, Freunde, das wär's erstmal mit den Leaks für heute. Was ist eure Meinung dazu? Denkt ihr, dass ich recht habe und Pokémon Home am 19. Juni erscheint? Oder denkt ihr, wir werden Home schon früher bekommen? Gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr nichts mehr rund um Pokémon verpassen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Joint auch sehr gerne meinem Discord-Server. Dort haben wir einen Leak-Channel. Dort könnt ihr euch in Zukunft auch alle Leaks anschauen. Also falls es geleakte Bilder geben wird, die ich in den Videos nicht einblenden darf zum Beispiel, dann werdet ihr sie auf dem Discord-Server unzensiert finden. Hier nochmal vielen Dank an den Ehrenbruder It's Klex, der sich bei mir die Champ-Legenden-Kanalmitgliedschaft gegönnt hat. Aber dann, meine Freunde, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.